Hey liebe Leute und willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo, zu dem ich mein Zurücktreten von YouTube bekannt geben möchte. Beziehungsweise vielmehr möchte ich mit dem heutigen Video meine letzten vier Videos ankündigen und erklären. Das machen wir ganz fix. Es kommen also, wie gesagt, auf diesem Kanal nach diesem Video hier noch vier Videos. Zwei davon sind gemeinsam mit dem lieben Ömer, der mich in nicht allzu langer Zeit, wenigen Wochen, mal wieder besuchen kommt nach sehr langer Zeit. Und wir hatten es damals nicht geschafft. Wir haben ja Metal Slug aufgenommen, wo jedes Projekt immer so zwei Parts lang war. Und wir haben den letzten Teil nie aufgenommen, weil das Treffen dann damals vorbei war, wir uns seitdem nicht gesehen haben. Das wollen wir noch nachholen, deswegen kommt das nochmal, das wollte ich unbedingt noch machen. Als drittes Video kommt ein Versprechen, was ich seit sehr, sehr vielen Jahren gestellt habe und dann endlich einlösen möchte. Mindestens ein Zuschauer weiß ganz genau, worum es geht. Und das vierte Video, und damit das letzte Video wird ein Podcast sein, in dem ich einmal umfänglich erkläre, so nicht nochmal einen Rückblick. Wir haben letztes Jahr zum 10-Jahres-Geburtstag dieses Kanals einen Podcast gemacht, in dem ich rückblickend sehr viel zu meiner YouTube-Zeit erzählt habe. Das möchte ich diesmal nicht machen, sondern mehr wirklich genau im Hier und Jetzt, so warum das Ganze, warum genau jetzt und wie geht's weiter. Genau, drei Sachen möchte ich dazu noch schnell sagen. Als, ja, richtiges Mikrofon. Als erstes möchte ich sagen, dass das Ganze unter Vorbehalt ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so kommt und dann auf dem Kanal vorbei ist, ist sehr hoch. Sonst würde ich dieses Video hier nicht hochladen und das so deutlich sagen. Aber eventuell kann es sein, dass ich mir irgendwann denke, irgendwie ist die Motivation so hoch, dass ich zumindest mal ein Projekt nochmal machen möchte und es dann hochkommt oder was auch immer. Also es kann natürlich sein, dass sowas irgendwann mal passiert. Momentan gibt es dafür aber keine Pläne. Als zweites möchte ich sagen, dass ich nicht komplett aus der YouTube-Welt raus bin. Ich habe, ist auch in der Kanalbeschreibung und auf dem Kanal verlinkt, einen Autorenkanal, der heißt Jeff H. Malam. Sieht man das hier oben gerade? Nee, ne? Doch, vielleicht. Das, ne? Ich bin ja freier Autor und schreibe ein paar Bücher in meiner Freizeit und das ist der englische Kanal, in dem ich mich in dem ich versuche, jede Woche ein Video hochzubringen, was im Entferntesten damit zu tun hat. Das werde ich auch weiterhin machen. Dazu gibt es auch einen Twitter-Account und einen Instagram-Account. Was ich als drittes noch sagen möchte, ist nur kurz ein kleines bisschen vorwegnehmen, warum ich also zurücktrete. Ich, wie gesagt, gehe da dann umfänglich nochmal in einem Podcast drauf ein. Ich will nur grob ein bisschen sagen, dass es a zeitliche Gründe hat, auch mit Perspektive auf die Zukunft. B natürlich auch persönliche Gründe. Und C ist es so ein bisschen langsam dieser, fast ein bisschen ja, nicht Enttäuschung, aber das Fehlen des Miteinanders. So ein Kanal kann man immer für einen selbst machen, das hilft, das macht auch Spaß, habe ich jetzt ja 11 Jahre lang, über 11 Jahre lang gemacht. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen frustrierend, eben wenn gar kein Kontakt wirklich zur Zuschauerschaft besteht. Und manchmal passiert das dann hin und wieder, gerade wenn ich so irgendwelche Vlogs oder so mache, und das ist dann immer sehr cool. Allerdings habe ich kürzlich ein Video hochgeladen, was sehr deutlich den Namen trug: Bitte guckt dieses Video, in dem, was anhand der Klicks auch sehr viele, also für mich, für meine Verhältnisse, sehr viele Leute erreicht hat. Allerdings haben da drei ZuschauerInnen Kommentare zugeschrieben und
dafür ein ganz, ganz großes Dank, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch drei, weil ich habe in diesem Video sehr explizit zu einer bestimmten Form von Kommentar aufgerufen, weil ich eben ein bisschen lost war auf YouTube, nicht so ganz wusste, wohin, und ich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen Feedback brauchte. Und dass da eben von 50 Aufrufen nur drei Leute was geschrieben haben, das war für mich dann so ein bisschen so ein Zeichen, okay, du machst es zwar überwiegend für dich, diesen YouTube-Kanal, aber es interessiert sich schon eigentlich wirklich niemand so richtig dafür. Und habe das auch mehrfach auf Twitter geteilt, um eben ein paar mehr Antworten darauf zu bekommen, weil ich da eben darüber nachgedacht habe, so was gäbe es auch für Alternativen zum Aufhören. Es kam allerdings wirklich einfach dann bis auf die drei Kommentare am Anfang, wofür ich, wie gesagt, sehr dankbar bin, dann gar keine Form mehr von Rückmeldung. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da unfassbar große Erwartungen hatte. Wie gesagt, meine Zuschauerbasis ist ja auch sehr klein, aber dann eben doch nochmal sehr deutlich zu sehen, wie gering das Interesse ist, hat es dann einfach nur nochmal bestärkt. Und das ist nichts Schlimmes, das soll kein Vorwurf sein, absolut nicht. Vielmehr ist es ein Vorwurf an mich selbst, von mir selbst, dass ich es eben über 11 Jahre nicht geschafft habe, meinen Kanal in einer Art und Weise ansprechend zu machen für ein aktuelles Publikum. Und deswegen reicht es dann auch langsam. Wie gesagt, ich bleibe auf dem Autorenkanal erhalten und auf den Social-Media-Kanälen, auf jeden Fall auf Instagram und Twitter hin und wieder, aber auch habe auch meinen Blog jeffmalum.com. Aber dieser überwiegend Let's Play-Kanal hier unter dem Namen The Juju, über 11 Jahre aktiv, kommt mit diesen kommenden 4 letzten Videos zum Schluss. Mehr Informationen in dem Podcast-Video, der kommt. Ich kann nicht sagen, wann der kommt. Ich denke mal so vielleicht in einem Monat, vielleicht Ende des Jahres. Also ich möchte das gern dieses Jahr noch fertig bringen. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese 4 Videos innerhalb der nächsten 2 Wochen kommen oder innerhalb der nächsten 4 Tage. Nein, es wird sich bis Ende des Jahres ziehen. Aber dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. Okay, ich bin der Julian und bis dann. Das war auf diesem Kanal mein vorletztes Mal vor der Kamera.